Oh, oh, hier sind sie, jetzt sind sie schon zu dritt an dem dran. Oh, 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 oh. Der kann sich gar nicht wehren. Doch, mach sie fertig, komm. Hau sie kaputt. Soll ich da mal taktisch helfen? Nee, der rennt weg. Wie kommt hier, jetzt, wo rennt der denn hin? In die Wüste? Schon lustig. Naja, viel Spaß. Muss mich ja nicht kümmern, ne? Frage ich auch nicht lange. Was soll denn das? Wo kommen wir denn da hin? Ne? Mit wildfremden Leuten sprechen, das geht nie gut. Das ist, was man in dem Spiel lernt, so. Quatsch nicht mit den Schmuddelkindern. Sing nicht ihre Lieder. Ja. Ist der Song eigentlich GEMA-frei? Die GEMA ist frei, man kann sie gern braten. Sie flattert vorbei mit nächtlichen Lappen. Kein Mensch kann sie essen, vergessen und messen. Denn die GEMA ist frei. Nein, ist sie nicht. Das ist ja das Problem. Ne? Aber es soll ja was bringen. Weil sonst hat man ja bei YouTube gesehen, klaut ja jeder die Songs. Aber dann regen sich alle auf, nee, muss alles frei sein, ah, ist eine harte Diskussion. Ich bin auch gespaltener Meinung, aber ich tendiere eher mehr zum Schutz hin. Und dann lieber das Übel nehmen, dass sich da einer drum kümmert, weil sonst musst du dich um alles selber kümmern und das ist eigentlich unmöglich. Und da ist halt irgendwie wenigstens ein bisschen geregelt, ne? Aber wenn das so gar nicht geregelt ist, dann ist immer Anarchie ist nie die beste Lösung. Weil dann will immer einer König sein. So, ich bin der Geilste hier mit den dicksten Eiern, lalalala. Nein, ich. Und dann hauen die sich und dann ist immer, nee. Das ist nie gut hier, Junge. Sind wir schon wieder bei so politisch schwerwiegenden Themen, die YouTube aufrütteln, ne? So, geh mal, red nicht drüber. Uiuiui, heißes Tuch. Nee, wie sagt man heißer Feudel? Nein, wie sagt man heißes Thema? Heißes Eisen, das war's. Ja. Das war, können wir die Stadt hier nicht umschiffen? Einfach mal rumfahren? Hier, das sammeln wir, vielleicht kriegen wir ein paar Käfer. Immer schön die alles sammeln. Oh, jetzt wird's duster, vielleicht können wir eine Runde pennen hier. Gott, ist mir warm. Ein Jäckchen an, aber draußen sind 31 Grad, morgen soll es stürmen. Wetterwarnung, irgendwie 115 Kilometer schneller Wind, ne, auf der Autobahn in Belgien war angesagt, oder ist angesagt. Bin gespannt, also gestern war ja auch schon Sturm, uiuiui, ist an Köln vorbeigeschraubt, aber schön ist das alle nicht. Und ich weiß nicht, ist das der Klimawandel? Wahrscheinlich, ist so heftig war das die letzten Jahre, war das nicht so heftig. Da war auch eher Herbststürme, so im Frühjahr direkt mit Gewitter und Stürme, ist schon, als wenn einer einen Knopf gedrückt hätte, so nach dem Motto, ja, hier. Jetzt guck mal, was ihr davon habt. Ihr Affen. So, weißt du? Verstehst du? Aber was rede ich lang hier, ne? So ist das dann. Warte mal. So. Jetzt überlege ich mal zum. Ah ja, erstmal Nerissa. Dich habe ich im Auge. Guck, ich sehe. Achso. Ach, ich wollte noch eine Taste umstellen, fällt mir gerade ein. Nämlich die zum Bogen schießen. Mach ich gleich. Sehen wir hier. Oh, bei dem war ich noch nie. Chefkoch. Willst du was kaufen? Willst du was kaufen? Frisches Obst und Fleisch. Direkt hier aus der Stadt. Aus wem habt ihr das denn rausgeschnitten? Oh, das sieht aber lecker aus. Seht ihr das? Tomate Mozzarella. Und den nennen die ganz lecker faseriger Salat. Würde ich sofort kaufen, wenn das so auf der Karte steht hier, weißt du? So Bratwurz, Brot. Fasriger Salat. Marmelade. Jerky. Turmipin-Eintopf. Fisch. Lachs. Fasriger Salat. Ist gut, ich weiß jetzt. Aber es. Die haben doch den. Die haben den Schuss nicht gehört. Warum auch? Was sollen sie damit? Hier, kriegst ein paar. Kriegst du was um die Ohren, auf die Augen. Oder wie die heißen. Und dann, was habe ich noch gesammelt? Hier, die sind auch lecker. Halt! Vielleicht kann ich damit noch die Kekse basteln. Aber das mache ich, glaube ich, mit Gabären lieber.
Hier, komm, die geben Euro. Naja, gut, vielleicht kann ich damit die Kekse basteln. Gucken wir mal schnell. Zack, zack, zack. Geht ja alles ganz schnell von der Hand jetzt mittlerweile. Hier, guck. Salz. Gut, dass ich mich dran erinnere. Wir brauchen Salz. Salz will ich kaufen, mein Freund. Willst du was kaufen? Ja, habe ich was Falsches gedrückt? Ja, sicher. Jetzt geht das schon los. Jetzt kriege ich hier... Das kann nur böse enden, glaube ich. Warte mal. Salz wollte ich. Guck, auch schon wieder fast. Was ist mit meinem Gedächtnis heute los? Ich habe doch gegessen. Nur 5. Ja, brauchen wir alles. Alles her damit. Danke. Was hast du denn hier Schönes? Oh, hier hätte man Jerky machen können und so Kruppzeug. Und hier wilder Eintopf. Der ist aber wild. Aufwendiger Eintopf. Seit wann sind Eintöpfe aufwendig? Deswegen heißen sie ein und nicht auf. Und sie ist ja Auftopf. Brüller. Nein. Falscher Knopf. So, tschüss. Schnell weg. Bevor ich hier verhaftet werde. Wegen schlecht gemeinter Scherze. Archimist, will ich mit dir reden? Kaufst du auch? Ich kann dir helfen. Oh, du bist aber lieb. Eine lustige Stimme hat sie. Hier, guck mal, die Käfer. Habe ich dir auch noch einen Kopf? Sind immer gern gesehen. Und da war's. So, guck mal, direkt schneller joggen. Oh, wer hat sich denn hier versteckt? Und da glitzt eine Spitzhacke. Kostenlos. Gut, wissen wir, wo die ist, falls wir unsere verlieren. In einem Leuchtturm zum Beispiel. Ne, wenn man die da liegen lässt. Oh Gott, jetzt müssen wir 200 Öcken zusammenkratzen. Na, erstmal müssen wir da ankommen. Und erstmal campen wir hier wieder wild. Aber hier ist ja so wie in Skandinavien so generell Allemanns retten. Klar. Und diesmal tarnen wir uns. Vorher trinken wir noch ein Häppchen und dann schön lecker. Und trinken. Danke, danke. Und nochmal, weil es so schön erfrischt. Nochmal durchs Gesicht waschen. Hier in den Busch pennen wir jetzt. Pass auf, zeige ich dir. Warte mal, dann legen wir doch mal das andere Zelt auf die Taste. X ist hier. Ja, jetzt habe ich es langsam. Slot. So, 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 so. Und wir sind getarnt. Guck mal. Gut, ist ein bisschen, also langsam sind die Blätter, wenn er die alle immer mitschleppt, ist ein bisschen dürr, ne, geworden. Macht aber nichts. Guck mal, sieht man uns fast gar nicht. Schlafen. Oh ja, schlafen wir. 3 Stunden sollten reichen. Reparieren auf jeden Fall. Alles mal durchreparieren hier. Finde ich interessant. In der Nacht reparieren, so im Schlaf. Weißt du, so. Muss ich mir auch mal angewöhnen. So. Im Kopf auf dem Laptop liegen oder so. Weißt du. Danach ist er wieder fertig. Immer. Ich glaube, da kommt das auch her, dass Leute sich was unter das Kopfkissen legen. So die Arbeit im Schlaf erledigen. Da kommt das her. Denkt mal drüber nach, ne? Und hört auf zu feixen. Was immer das bedeuten mag. Haben wir jetzt genug? Haben wir nicht. Aber wir haben Salz. Ich werde mir jetzt angewöhnen, überall Salz mitzunehmen. Salz der Erde. Salz mit Jod. Salz. Nee, ohne Zucker kann ich, aber ohne Salz, ne, aber auch nicht viel. Das geht ja auch. Ich habe gemerkt, das ist ungesund. Also wirklich immer nur eine Spur. Obwohl Salz natürlich ein geiler Geschmacksträger ist. Aber zu viel ist dann... Jetzt hoffe ich nur, bin gerade still geworden für einen Moment, habt ihr gehört, ne? Endlich hat er mal die Klappe gehalten. Aber habe ich was überlegt. Und das wollte ich jetzt erklären. Letztes Mal standen hier das ganze Wildzeug aus dem Wald. Da sind wir da nicht vorbeigekommen. Ne? Da musste ich hier hinten und da runterspringen. Ich habe beide den Knöchel mit verdreht. Ne? Und dann genau wo ich hier, kann ich Beweise liefern, bin ich hier lang gelaufen. Nee, da bin ich noch ein bisschen weiter gelaufen. Da hinten hoch und habe die Taste ausprobiert, dass der Hansi, automatisch läuft. So wie jetzt zum Beispiel. Warte ich, guck, und hat das auch nicht direkt geklappt. So. Und da laufen Leute. Und da ist dann die Aufnahme abgekackt. Ne? Das ist jetzt auch schon wieder
für euch tagelang her, dass ich das erzählt habe, aber für mich ist das noch im Herzen, so emotional. Ne? Das hat mich so mitgenommen, aber wirklich. Das ist so, weiß nicht. Das ist halt gemein. Ne? Das ist, da machst du dir so viel Arbeit. Zockst du die ganze Zeit die Lebe vom, die Seele vom Leib, ne? Die Leib von der Seele, wie sagt man, vom Keks weg. Oder so. Und dann, das hat alle nicht aufgenommen, ne? Und dann ist man erstmal traurig. Und dann guckst du so wie so ein. Wie so ein kaputter Omnibus. Ne? Oder. Wie guckt man da? Wie würdet ihr gucken, wenn ihr so. So, weiß nicht. Heute ist ja alles über Smileys. Nein, Emoticons heißt das. Oder Emotes. Früher ist das Smileys. Da wusste jeder, was das ist. Aber nein, wir müssen ja was Neues haben. Nein, das sind jetzt Emotes. Von mir aus. Nenn es, wie es wird. Grinsegesichter. Obwohl, ich finde die okay. Ich weiß nicht, was die Leute. Natürlich wirkt es kindisch. Aber es ist auch Spaß. Also warum dürfen Erwachsene keinen Spaß haben? Warum müssen wir Erwachsene immer so ernst tun? Warum müssen wir immer so ernsthaft und laut sein und reden und reglementieren und Smileys heißen Emoticons und da-da-da-da-da-da-da-da? Warum? Kannst du mir das mal sagen? Ja? Im lieben Ton? Sei mal lieb. Warum schreist du denn schon wieder? Sei doch mal lieb. Mhm. Hansi, was sagst du denn dazu? Der sagt auch nichts. Der hört sich mein Geseier. Ich schwall dem hier in den Nacken rein. Und er erträgt das nur und denkt sich, mein Gott, warum laufen wir denn hier schon wieder lang? Nee, aber warum? Ne? Warum muss der Erwachsene an sich, warum wird da so ein Ernst abverlangt? Klar, gibt es eine gewisse Erfahrung im merkbar im Scherz. Ne? Kinder sind mehr albern, also das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern die lachen über die einfachsten Dinge. So, guck mal. Er hat Bimbel gesagt. Ah, guck mal, er hat gepupst. Finde ich dann nicht mal, obwohl manchmal schon, aber es triggert halt nicht so wie ein Kind, ne? Und dürfen sie ja auch, sollen sie auch. Aber je älter man wird, desto mehr. Wie sagt man? Wird man dann? Je diffiziler? Defekieren ist was anderes, ne? Nicht googeln. Nicht Bilder googeln. Ekelhaft. Wie heißt das denn immer, wenn man den. Oh, hier, das gibt Kohle. Wenn es so raucht. Guck, kann man wieder vom Waldbrand gerettet. Oh, was rennt denn darum? Ich glaube, das hat mich auch schon mal getötet, oder? Leuchtefuchs. Schnell dran vorbei. Nee, wie kam ich drauf? Wir brauchen mehr Beeren. Sammelt ihr eigentlich mehr als eine? Nee, immer nur eine, ne? Langweilig. Der könnte mal ein paar mehr Beeren da vom Busch rupfen. Nur so, nee, ich nehme nur eine mit. Eine, und dann ist der Busch leer. Warum? Weil wir teilen das hier kommunistisch unter den Vögeln und Bibern und Eichhörnchen und Karnickel, Hamster, alles was hier kreucht und fleucht, ne? Und dann nehme ich mir nur eine. Die Kerne defekiere ich auch schön wieder in die Landschaft. Komisches Wort, wenn man darüber nachdenkt. Die, nee, defekieren, das hat nur der Defi. Tifikieren, ja. Lilo und Samson tifikieren. So, jetzt wird es nämlich spannend. Oh, guck mal, während wir laufen. Ach, guck mal, das geht während des Laufens. Nee, jetzt haben wir aber nicht genug. Wie viel brauchen wir denn? Da, wo ist denn hier das Gemüse? Zeigt er nicht an. Das ging doch mit Beeren mal. Nicht? Brauche ich Fleisch? Oh, nee. Und wir brauchen genau eins noch, ne? Ja, mit Fleisch ging das. Oder musste ich die Beeren kochen, dann ging das? Ne, ich glaube nicht. Oh ne, da müssen wir jetzt noch töten. Hätte ich doch einfach eins gekauft. Soll ich zurücklaufen? Nee. Jetzt wird gekämpft.
Und wenn das schief geht, dann kaufen wir noch eins. Ist ja egal. Das ist die Musik aus. Das ist beunruhigend. Nee, hier kann man nicht. Nee, hier komme ich nicht hoch. Das ist so rutschig. Ja, ist ja auch realistisch. Der Sand rieselt ja. Leise rieselt der Sand. In der warmen, nasskalten Hand. Lass doch die Menschen in Ruhe. Höre zu, Christkind ist tot. Ja. Oder so. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch nicht jeden Text merken. Ne? Da muss man sich ab und zu mal was aus den Fingern saugen, auch wenn es peinlich ist, ist egal. Da stehen die Leute. Ich mag das ja auch. Ne? Ich mag ja Leute, aber ich mal unterhalte, ne? Leute beim Scheitern zusehen. Das macht Spaß. Nicht aus sadistischen Gründen, sondern weil man so mitleiden kann. Ne? Wenn ihr zum Beispiel ein ganz schwieriges Spiel spielt, wie so Outward oder so. Für mich ist das total schwer. Ich gehe am Stock. Siehst du das? Ich wollte den umhauen, nichts. Aber jetzt wollte ich das Thema erst, bevor ich das wieder vergesse. Und es macht mir, also es ist dann schön mitzufiebern und auch zu gucken, wie die Leute sich aufregen. Also auch wie unterschiedlich die Menschen dann sind und wie sie sich auch wieder fangen. Ne? Oder wie, was ich schön finde, dass die Leute dann ehrlicher werden. Man merkt so, man hat, also ich habe ja auch als Hansi eine Fassade auf. Ne? So eine, ich gehe ja in eine Rolle, das bin ja trotzdem ich, aber es ist ja nur ein Teil. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, versucht. Weiß nicht, hat keiner verstanden. Googelt das. Und dann mag ich es, wenn dann so eine authentische, persönliche Seite, authentisch ist ja eigentlich fast jede Seite, aber wenn da was Persönliches rauskommt, also ein Stück mehr aus der Rolle, also wirklich dieses Aufregen und denkt, oh Mann, gucke, jetzt wenn ich es nachmache, klingt es falsch, aber wenn man echt so sich aufregt, hat das was Natürliches und das ist, was ist das für ein Viech, ich will, das hat ein Schild, oh Gott, und der kommt geflogen, der hat bestimmt kein Fleisch, nee, komm, lass, oder, oh Gott, ich probier's mal, blocken war wichtig. Gelernt, blocken ist so wichtig. Oh Gott. Oh Gott, der ist ziemlich heftig. Schnell weg. Nee, komm, lass mal. War nettes Gespräch. Ich geh mal. Da hinten kommt noch so einer. Die leuchten alle so. Ja, nee, ist klar. Oh, verdammt. Hau ich mir das Kabel um die Ohren. Entschuldigung, das war das Mikro. Mann. Aua. Ist der schon weg? Oh, ich dachte. Mann, bist du lahm. Oh, ist ein Stein. Nein. Entschuldigung, Steuerung. Ich verliere die Kontrolle. Ja, nee, war mir irgendwie, war das klar, dass das schief geht. War klar. Ich glaube, die Rehe waren auch nicht einfacher. Jetzt müssen wir, hätten wir doch ein Reiseproviant gekauft. Aber das ist das Spiel. Es lehrt mich, vorauszudenken. Es hat eine Hyäne, die kann ich. Aber da ist ein Jäger bei. Könnt ihr da den Typen angreifen? Nee. Schnell verbinden hier. Wo habe ich das jetzt hingelegt? Das habe ich im Rucksack gelassen. Habe ich zum Glück in der Tasche. Direkt schön Tapete um Kopf wickeln. Warum rennt der denn da jetzt? Aber du kommst nicht zu mir, oder? Was hast du da für Probleme? Mist, ich kann die Kamera so nicht bewegen. Ah doch, der greift hier jeden an. Geil, da krieg ich gleich Fleisch. Hose platt. Genau, und der ist vor dem Ding da weggelaufen. Warte, da bereiten wir uns schon mal vor. Da wollte ich eigentlich noch ganz schnell die Taste umändern. Schaffen wir das noch, während die sich da klopfen? Warte mal. Ja, das schaffen wir. Komm, falsch. Hier. Ich weiß, es ist spannend da hinten, was da gerade abgeht. Aber, Einstellung. Bogen. Wo ist denn der Bogen? Blocken, zielen, Angriff? Nee. Spezialangriff, Karte, Schnellshot. Sag mal, wollt ihr mich flachsen? Wo ist denn hier? Achso, ich muss ja auf die Tasten. Mann. Zielen, blocken, Bogen abfeuern. Ist ja auch flinker Trigger. Habe ich schon gemacht? Ah, okay. Gut. Ja, aber den Kampf jetzt verpasst, weil ich doof bin.
weil ich dann doch mal mehr vorbereitet habe, als ich dachte, die Hyäne ist platt, haben wir Fleisch. Und der, der überlebt, den knallen wir ab. Ganz hinterhältig, wie so ein Jäger. Hier, komm, schleichen wir schon mal. Uiuiui, aber ich glaube, der haut ihn zu Klumpatsch. Seht ihr genug? Ich will nicht näher ran. Ich hätte gern Fern... Ach, ich habe ja ein Fernglas. Ich werde immer besser. So, und der, das sieht der Geist, das ist ja, was ist das? Das ist ja nicht mal ein Skelett, das ist ja nur so ein Haufen, ein auferstandenes Kaugummi, so ein klebriges. Und der Typ ist, oh, der ist aber verdammt gut gerüstet, mein lieber Freund. Mein lieber Scholli.